Ich arbeite seit vielen Jahren mit Geflüchteten. Ich weiß, das Leben im Lager macht krank. Schon, wenn es sich um Flüchtlingsheime nach hiesigem Standard handelt. Wie viel schlimmer auf den griechischen Inseln? Im ursprünglich für 3000 Menschen konzipierten Lager Moria in Lesbos leben aktuell 25.000 Geflüchtete. Es gibt hohe Stahlgitterzäune, Stacheldraht, dicht aufgestellte, überfüllte Wohncontainer. Überall liegt Abfall. Neben dem Zaun ums Camp läuft eine Fäkalienrinne ins Tal. Es stinkt. Durchschnittlich 160 Personen teilen sich eine Toilette. Wasser gibt es mehrere Stunden am Tag. In manchen Abschnitten teilen sich 1300 Personen eine Wasserquelle. Es ist sehr eng, Seife gibt es nicht. Angehörige von Ärzte ohne Grenzen, die eine Zeltkinderklinik auf Lesbos betreiben, sprechen von Infektionen, von Hauterkrankungen und von ernsten psychischen Problemen ihrer kleinen Patientinnen und Patienten. Von extremen Aggressionen, Selbstverletzungen, Selbstmordversuchen. Kleine Kinder redeten vom Suizid.